Er ist inzwischen 333 Jahre alt und sollte eigentlich mehr heißen, hat jedenfalls Beethoven gesagt. Er heißt aber Bach, Johann Sebastian Bach. Man kennt ihn auf der ganzen Welt, aber er ist Thüringer. Geboren in Eisenach, aufgewachsen später in Ortruf, Organist in Arnstadt und Mühlhausen, Hoforganist in Weimar. Dann hat er irgendwann die Biege gemacht, ist abgehauen aus Thüringen, erst nach Köthen, später nach Leipzig. Und trotzdem ist er immer noch ein Thüringer und ein Weltbekannter und einer, der Weltkultur aus Thüringen bedeutet. Deshalb herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kulturtalks Weltkultur Thüringen, einer gemeinsamen Sendung von Salve TV und der Thüringer Allgemeinen aus dem TV Dome wieder mitten in den Wolken. Mein Name ist Michael Helbing und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Thiago de Oliveira Pinto. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir haben Gäste, natürlich haben wir Gäste. Ja, Wen haben wir an ich Ihrer Seite? bin sehr froh, meine liebe Kollegin Miriam Eichberger, die eine ganz wichtige Arbeit im Zusammenhang mit Bach hier schon seit vielen Jahren realisiert als Vorsitzende der Bach-Biennale. Nebenher oder gleichzeitig ist sie natürlich auch Professorin für Blockflöte und am Institut für Alte Musik unserer Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Herzlich willkommen. Guten Tag. An Ihrer noch, an meiner Seite Christoph Trescher, Kulturmanager, Konzertmanager und seit 2005 mit den Thüringer Bachwochen verbandelt, künstlerischer Leiter, Festivalchef. Nein, künstlerischer Leiter stimmt gar nicht, oder? Oder stimmt das? Ist das die richtige an Also wir nennen es einmal Geschäftsführer, was aber natürlich immer Ja. sehr bürokratisch klingt, und dann Festivalleiter, was die Programmplanung und aber eben auch die praktischen Dinge betrifft, also ein wenig den Mix aus Pflicht und Kür. Die Thüringer Bachwochen gibt es seit 1992. Aktuell laufen seit einer Woche die 27. Bachwochen, aber in der Form, wie wir sie heute kennen, gibt es sie seit 2005, kann man sagen. Auf dem aktuellen Programm sind Schafe. Warum? Also unser Jahresthema soll sich immer widerspiegeln in dem, was wir als Motiv auf dem Programm und auch auf dem Plakat haben. Und in diesem Jahr widmen wir uns dem weltlichen Bach. Und nun könnte man natürlich ganz naheliegend sagen, das ist einfach die weltliche Version des Osterlamms, das wir da wiedergeben wollen. Es geht aber ein bisschen weiter. Also zum einen geht es um die Schäferkantate, eine weltliche Kantate von Bach, die wir als Rekonstruktion und als echte Bach-Premiere im Festival haben. Das ist mal was auch sicherlich Überraschendes, nach 300 Jahren eine Premiere zu haben. Und dann zeigt es aber auch ein wenig Bach, den Familienvater. Bach hatte ja sehr viele Kinder, also 5 Lämmer hätten da eigentlich nicht gereicht, 5 Plüschtiere, aber es ist nicht ganz unwichtig für den weltlichen Komponisten Bach, weil es natürlich auch der Hofkompositeur war, der Auftragskomponist, der schreiben musste, um seine Familie zu ernähren. Deswegen also auch die Schäflein ein wenig als Reminiszenz Bachs Familienwirken, Bachs Familienleben. Und dass sie alle ein wenig verschieden aussehen, hat dann auch noch einen Grund, denn damit spielen wir ein wenig an auf das Parodieverfahren, über das wir vielleicht noch reden werden, nämlich Bach als ökonomisch denkenden Komponisten der Werke einfach auch mehrfach verwendet hat. Die waren dann also fast gleich, aber nicht ganz identisch. Also er hat Deswegen auch bei sich selbst geklaut, kann man sagen. Er war einfach, glaube ich, sehr effizient in all Ja, seinem Tun. ja. Und das merkt man im positiven Sinne bei dem, was er geschrieben hat. Aber man merkt es eben auch, dass das ein oder andere Werk immer wieder mal neu auftaucht und man denkt, das kenne ich doch eigentlich schon von woanders. Und ja, da war er einfach ein praktisch denkender Mensch, auch aus der Not heraus, um so viel schreiben zu können, wie er es getan hat. Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Johann Sebastian Bach ist für mich. Ich würde sagen, Anfang und Ende aller Musik. Das war für mich die musikalische Sozialisation und es ist bis heute die Musik, die mir nie zu viel wird. Das finde ich schon bei allem ständigen Auseinandersetzen damit auch. Ich glaube, da können wir relativ leicht irgendwie einen Konsens erzielen, dass Ja. es, man wird nie fertig damit. Also ich fand es bei unserem Eröffnungskonzert jetzt in der letzten Woche wieder frappierend, Matthäus Passion.
habe ich sicherlich mehr als 100 Mal gehört. Und man kennt jede Note und jedes Wort. Und trotzdem vermag diese Musik es wirklich, einem die Beine wegzuziehen und einen unmittelbar zu treffen. Das kann wirklich eigentlich so nur Bach. Frau Eichberger, geht Ihnen das auch so? Ja, für mich ist das eigentlich Glück an jedem Tag. Also ich bin sehr dankbar. Ich sage immer, ich würde eigentlich lieber zur Renaissancezeit gelebt haben, aber da gab es Bach noch nicht. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt lebe, weil es gibt ihn jetzt. Und ich gehe natürlich mindestens jede Woche mit seiner Musik um und oft sogar jeden Tag. Und das ist tatsächlich so, dass man auch als der ganz innen reinkriecht, immer wieder Dinge entdeckt, wo ich mit dem Studenten da stehe und sage, sag mal, was ist denn, das ist doch hier nochmal gespiegelt und das ist doch überhaupt da nochmal eine Achse und guck mal hier und hier ist jetzt genau am goldenen Schnitt der höchste Ton vom ganzen Stück und also das ist ja wie so ein Dom auch, ne? Das ist wie eine Architektur. Die Vergleiche sind ja zahllos. Aber vielleicht kann man es nochmal anders sagen, das waren jetzt meine Worte, Glück an jeden Tag, aber unser Schirmherr Anoncourt, der ja verstorben ist, aber Schirmherr war der Bach-Biennale Weimar, der hat mir einmal als Grußwort geschrieben, hätten wir nur all die feinen Organe, alles das aufzunehmen. Es wird nie alles sein, denn Bach ist immer noch größer als das Vorstellbare. Das fand ich von einem, der es wissen muss, sehr schön formuliert. Können Sie sich weiter noch Ihre erste Bach-Begegnung erinnern? Oder Ihre Erstbegegnung? Ja, also Erstbegegnung vielleicht nicht ganz, weil mein Vater war ja Pianist und gibt schon Bilder, wo ich als Baby auf seinem Schoß sitze. Da weiß ich nicht mehr, was er gespielt hat, aber ich weiß noch genau, mein Bach-Urerlebnis, das war eigentlich Jesu meine Freude mit Dino Lipatti. Und das lief bei uns einfach manchmal als Schallplatte und da habe ich das gehört und dann wusste ich, das mache ich. Das ist irgendwie, dieses Bach-Urerlebnis, das haben viele Musiker. Der eine ist Matthäus Passion, der andere hat irgendeine Kantate. Und bei mir war das dieser Dino Lipatti, der natürlich auch ein fantastischer Pianist war. Christoph Drescher? Ich habe nicht das eine Erlebnis, bei dem ich sagen kann, ich habe an diesem und jedem Tag folgende Kantate gehört. Aber für mich ist es, glaube ich, sehr prägend gewesen, auch schon in meiner Kindheit, dieses Selbstverständnis, dass Bach zum Leben und zum Jahr dazugehört, dass es kein Weihnachtsfest gab, ohne dass man das Weihnachtsoratorium gehört hat, dass es keine Passionszeit gab. Und das erinnere ich wirklich als Kind, dass man natürlich die Passionen hörte und dass man über das Jahr immer wieder die Kantaten hörte. Und ja, dann irgendwann kam natürlich der Moment, dass man mit Blockflöte anfing, wie das so viele tun. Ach, ja. Und manche tun es besser, manche weniger gut. Und dann natürlich plötzlich im schönen Querformat das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach auftaucht und man dann so die ersten eigenen praktischen Bach-Erfahrungen hat. Also insofern, das ist ja auch was, worauf wir bis heute mit dieser Hausmusik-Idee anspielen, mit der Lange Nacht der Hausmusik, die am Anfang des Festivals ist, einfach zu sagen, es prägt einfach viele aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das Faszinierende auch an Bach. Er hat vielleicht anders als Mozart oder bei Beethoven gar nicht diese eine Melodie, bei der sofort jeder sagt, wenn man auf dem Anger in Erfurt oder in Weimar am Frauenplan Menschen anspricht und sagt, Bach, singen Sie mal was. Das ist bei Mozart relativ leicht, das ist bei Beethoven relativ leicht, das ist bei Bach gar nicht so selbstverständlich, dass das jeder weiß. Aber trotzdem außer gibt die Auszeit es vorlockert vielleicht. Ja, aber auch nicht so umfassend wie die Zauberflöte, ja, wie Beethovens fünfte Sinfonie, wie, ja, die kleine Nachtmusik. Ja. Weil es auch so komplexe Musik ist und weil es eben keine leichte Musik ist. Und das aber trotzdem, alle dazu irgendwie eine Beziehung haben, das ist doch schon irgendwie ganz besonders. Ja, vielleicht kann ich auch noch mein Erlebnis auch über den Atlantik hinaus kurz schildern. Bach ist tatsächlich eigentlich weltweit präsent. Und Jesu meine Freude, das war ein fünfjähriges Kind, das hat mich das auch sehr geprägt, wegen meiner Großeltern. Meine Großmutter war Organistin und auf ihrem Klavier hatte sie eine Bach-Büste. Nur dort heißt er eben nicht Bach, sondern Bach, weil man dieses Bach nicht so aussprechen kann. Aber was Bach auch so großartig macht, dass er in sämtlichen anderen musikalischen Stilen auch verwertbar ist. Denken Sie mal an den Jazz, denken Sie selbst an brasilianische Choro-Ensembles, die haben wunderbar das italienische Konzert zum Beispiel
eingespielt. Ja, einfach dieser, diese Bach'sche Motorik, dieser Drive, dieser Groove, dieser Bach'sche, wenn man das vielleicht so sagen kann. Und selbst afrikanische, sie haben da dieses Konstruierte erwähnt, diese Motive, die hier erscheinen oder was man bei der Analyse afrikanischer Musik als inhärente Patterns bezeichnet, das ist ja ständig in Bach auch mit drin. Insofern, das hat der eine brasilianische Komponist ja auch sehr treffend gemacht, Heitor Villa-Lobos, seine Bachianas Brasileiras sind ja nichts weiter als zu sagen, Bach gehört uns allen, Bach ist universal. Bach ist nicht nur noch Thüringer, sondern Bach gehört der Welt. So hat es Heitor Villa-Lobos gesagt. Alle tanken da ja auch davon, alle Kunstrichtungen. Ja, das ist auf der einen Seite, wie Sie sagen, komplex, aber auf der anderen, alle können etwas damit anfangen. Das ist einfach faszinierend. Mhm. Dann sage ich noch, dass meine Bachbegegnung total banal ist, weil ich komme wie er aus Eisenach. Fertig. So. Und das, ist auch nie was dazugekommen. Und tatsächlich sozusagen haben meine Großeltern auch unweit des Bachhauses Eisenach gelebt. Das Bachhaus, das ja bis noch vor nicht allzu langer Zeit immer als das Geburtshaus angesehen wurde, ist aber gar nicht wahr. Aber es ist das Bachhaus seit 1907. Wir werden noch darüber reden, dass es vielleicht auch noch ein anderes Bachhaus geben könnte, nämlich in Weimar. Christoph Frescher, die Thüringer Bachwochen, aber sagen Sie, ist dezidiert kein Festival für alte Musik. Was heißt das und warum betonen Sie das so? Das schließt eigentlich genau da an, worüber wir gerade gesprochen haben. Natürlich ist es für unser Festival Kernaufgabe, Pflicht und Kür wäre in dem Sinne falsch, weil es viel mehr ist als eine Pflicht, dass wir Bachs große Werke an den historischen Orten aufführen. Und es gibt, glaube ich, wenig Beeindruckenderes, als eine Bach-Passion in Eisenach am Taufstein zu erleben am Karfreitag. Das ist einfach wirklich eine höhere Sphäre, die man da betritt oder betreten kann im Idealfall. Und wir veranstalten im Sommer ja auch mal eine Akademie mit internationalen Musikstudentinnen und Studenten aus aller Welt, die dann zu uns kommen und arbeiten. Wenn man mit denen dann meinetwegen in Mühlhausen ist und dort in der Kirche die ganz frühen Kantaten aufführt und genau sagt, Bach war mit 22, er war genauso alt wie ihr jetzt seid und hat das hier geschrieben. Das ist einfach eine Erfahrung, da können wir uns in Thüringen gar nicht glücklich genug schätzen, dass wir diese Orte haben. So, also das ist natürlich wichtig, dass wir das tun und dafür sind wir auch dann sicherlich alte Musikfestival genug, um da hoffentlich interessante Künstler einzuladen, die das irgendwie ganz toll machen. Aber ich finde eben, dass, da wir nun eben nicht ein Festival für alte Musik, sondern für Bach sind, dass man es unbedingt auch zeigen muss, welche Relevanz Bach bis heute hat. Also, dass man im Programm spiegelt 300 Jahre Bach-Reflexion auch, wie viele Musiker er beeinflusst hat, dass es ein Alban-Berg-Violinkonzert gibt mit einem sehr guten und sehr direkten und wichtigen Bach-Bezug, dass es natürlich auch Bearbeitungen gibt. Das ist ja heute schon mit, man kann auch sagen, letztendlich in den Jahren, die wir das Festival entwickelt haben, hat sich auch schon wieder ein bisschen in Thüringen die Hörgewohnheit verändert. Als wir anfingen und klein besetzte Passionen hatten, ohne einen großen Chor, da wurde noch wirklich sehr geschimpft, das hat doch dann gar nichts mehr mit Bach zu tun, dass man das klein und kammermusikalisch denkt. Das ist heute den Leuten schon sehr viel vertrauter. Dann aber zu sagen, wir haben eine Stokowski-Bearbeitung, also Bach wirklich in großer, romantischer Orchesterfassung, das ist trotzdem hochspannend, das zu sehen. Und dann aber natürlich zeitgenössische Musik zu haben, Tanz zu haben, der auf Bach Bezug nimmt, elektronische Musik zu haben, die auf Bach Bezug nimmt. Das ist ja das Spannende, immer wieder auch Künstler anzusprechen und zu sagen, was assoziierst du denn mit Bach und würdest du dich darauf einlassen, eine Bach-Hommage zu schaffen oder einen Bach-Kommentar? Es gibt auch genügend Künstler, die sagen über jeden Komponisten gerne nicht über Bach, weil ich davor einfach viel zu große Hochachtung habe. Aber trotzdem ist das, finde ich, ganz wichtig, dass man eben deswegen zeigt, dass wir nicht Denkmalpflege betreiben, sondern wirklich Bach bis in die Gegenwart immer wieder auch als sehr lebendig empfinden. Und am Ende hilft natürlich es durchaus auch, um neue Menschen für Bach zu gewinnen. Bis hin zu dem Extrem, wenn wir Bach und Breakdance im Festival haben, hatten wir vor 2-3 Jahren und dann Schüler kommen und sagen, ach, das ist Bach, das ist ja total abgefahren, wusste ich nicht, ist auch gar nicht schlimm. So, sie finden das dann plötzlich toll und ich bin Realist genug, um zu wissen, die werden nicht eine Woche später in die Matthäus-Passion gehen. Trotzdem zeigt man ihnen,
was für tolle Musik das ist und dass das durchaus spannend sein kann. 10 Jahre später. Und davon werden wir dann leben, genau. Zum Beispiel gibt es dieses Jahr im Programm eine aus Russland stammende Saxophonistin, die Bach spielt. Wir wissen, dass der Saxophon deutlich jünger ist als Johann Sebastian Bach. Und das heißt also, historische Aufführungspraxis, dieser Bereich sozusagen zu versuchen, herauszufinden, wie hat Bach zu Bachs Zeiten geklungen, spielt er eine kleine oder gar keine Rolle in dem Festival? Eine große. Dann doch. Nicht bei der Saxophonistin, aber natürlich bei den Passionen, natürlich bei den Kantaten. Also wir haben schon auch... Ein Großteil des Festivals findet auf historischen Instrumenten statt. Mhm. Natürlich spielt diese Frage des Nachempfindens und Darstellens, wie es bei Bach geklungen haben mag, eine große Rolle. Aber man muss auch sagen, dass diese Fragestellung uns alle natürlich immer wieder an Grenzen bringt, weil wir relativ weit sind, was Artikulation angeht, was Tempi angeht, was Instrumente und so weiter angeht. Aber natürlich sind wir sehr weit davon entfernt zu wissen, wie hat das Publikum das damals gehört. In verschiedenen Richtungen. Also ich finde es bis heute auch faszinierend, wenn wir eine Matthäus-Passion hören. Ich sagte vorhin, wie mich das bewegt hat, die jetzt bei uns bei der Eröffnung zu erleben. Wenn man das mit dem Glauben der Menschen vor 300 Jahren sich vorstellt, mit den Menschen, die nicht durch Medien so emotional abgetötet oder gemindert wurden wie wir, sondern dass man in einer großen gotischen Kirche saß. Architektur fiel das Stichwort auch schon und dann diese Musik hört. Das müssen doch wirklich ganz essentielle Erlebnisse gewesen sein. Und das ist irgendwie, das darzustellen, das nachzuempfinden, finde ich ganz wichtig. Aber da gibt es Grenzen, weil wir schlichtweg nicht wissen. Mhm. Und das andere ist natürlich auch, dass wir heute das Privileg haben, glaube ich, vor allem Bachs Musik in viel besserer Qualität zu hören und aufzuführen, als es damals möglich war. Bach hatte natürlich einfach Zwänge. Er musste immer gucken, welche Musiker hatte er gerade. In Leipzig gab es sicherlich zwischendurch Jahre, in denen es ihm da auch besser ging und er eine relativ gute Situation hatte. Aber das war nicht immer so. Und insofern spielt es schon auch eine Rolle, zu wissen, wie das, dass wir es besser machen können und dass man da lernen kann. Und ich finde eben auch wichtig, die Diskussion haben wir mit Publikum regelmäßig. Es gibt also vor allem unter unseren holländischen Fans viele Puristen, die empört sind, wenn wir Bach auf einem Flügel spielen und nicht nur auf dem Cembalo. Ich finde einfach beides wichtig und beides hat seine Berechtigung und bin fest davon überzeugt, dass Bach ein großer Fan vom Steinway D-Flügel gewesen wäre, wenn es ihn damals gegeben hätte. Er hat ja mit Silbermann und anderen auch viel Instrumentenforschung und Entwicklung betrieben. Und da hat durchaus beides seine Berechtigung. Und ich meine, wir können durchaus ja uns den Luxus auch gönnen, zu sagen, ein wenig profitieren wir von der Technik heute, von der Entwicklung, auch natürlich immer vom Geschmack. Wir hatten im vergangenen Jahr ein Konzert in Mühlhausen in der Divi Blasii-Kirche, in der Bach gewesen ist, die nicht heizbar ist und der wir im Ende April, es war noch ähnlich oder vielleicht sogar noch kälter, als es jetzt gerade ist. Und da waren in der Kirche 11 oder 12 Grad. Und ich habe mich danach bei Jos van Veldhoven, dem Dirigenten, ein wenig entschuldigt und versucht zu sagen, es tut uns leid, es ist natürlich mit Damenseiten und so weiter, es macht keine Freude, so zu spielen. Und er sagt, wir reden immer über historische Aufführungspraxis. Bach hatte keine Heizung. Mhm. Und er hat trotzdem auch fürs Kirchenjahr im Winter Kantaten geschrieben und aufgeführt. Und insofern müssen wir da durch und es ist halt einfach authentisch. Und insofern, die historische Seite spielt eine große Rolle, aber sie ist eben nicht die allumfassende. Okay, authentisch haben wir genannt, ist es auch bei Bach zu frieren. Unbedingt. Wie ist das in Weimar, wenn der Bach in Weimar Verein, die Bach Biennale im Sommer veranstaltet? Ich frage jetzt nicht nach den Temperaturen, ich frage einfach nach dem Konzept von, da Sie auch im Institut für Alte Musik ja lehren an der HFM in Weimar, geht das sozusagen schon von daher direkt über in dieses kleine Festival im Sommer? Oder? Ja, natürlich. Also frieren tut man bei uns nicht. Ja. Das ist ein Vorteil, der Jahreszeit geschuldet. Nein, das ist klar. Die Bach Biennale feiert ja dieses Jahr 10 Jahre Jubiläum. Also wir haben 2008 gegründet und haben damals ganz bewusst, das war sehr interessant, was jetzt Herr Drescher alles gesagt hat, da kann man natürlich ganz viel dazu sagen. Mhm. Ich denke, ich bin natürlich aufgrund meines Instruments schon mal alleine
auf diesem Original-Blockflöte ist, da habe ich auch Glück. Das ist ein Instrument, was sich über 700 Jahre fast nicht verändert hat, aber immer noch gespielt wird. Mhm. Hat den Oscar für die beste Nebenrolle seit 700 Jahren, sage ich immer. Und das ist auch so. Also von daher war das ganz natürlich. Wir haben sofort An und Kur gefragt und in der Leitung Bernhard Klaproth und ich. Und er hat sofort zugesagt und wir sehen uns natürlich schon ein bisschen als Klangarchäologen. Ich bringe da immer das Beispiel, weil das viel einfacher zu verstehen ist aus der bildenden Kunst. Wenn die Sixtinische Kapelle restauriert wird, dann nimmt man die Übermalungen runter aus dem 19. Jahrhundert. Und der Michelangelo ist schöner ohne die Übermalungen. Das ist ein bisschen zugespitzt gesagt, natürlich klar, sonst macht es keinen Spaß. Aber niemand würde sagen, ja, wie haben die damals und die im 19. Jahrhundert und wir sind doch heute. Dann müsste, wenn man konsequent wäre, heute Baselitz wieder drüber malen. Dann wäre das, ne? So, wenn man es jetzt mal ganz krass formuliert, als Baselitz oder irgendein anderer moderner Künstler. So, das kann interessant sein, davon ganz abgesehen, aber es ist für mich eben auch ganz toll, diesen Originalklang, und das ist völlig richtig. Bach, wir wissen nie, wie es wirklich geklungen hat, weil nicht nur die Instrumente, sondern der Spieler viel ausmachen. Ich möchte nur, ja, also eins ist sicher, wir wissen, wie es nicht geklungen hat. Und das ist mit modernen Instrumenten, aber trotzdem alle Ehre. Mein Vater war Pianist, ich kann es nur wiederholen. Natürlich kann ein großer Künstler und alle möglichen großen Künstler, sei es aus Jazz oder wo auch immer her, mit diesem Riesen etwas anfangen und können den nehmen und können damit kreativ umgehen. Das finde ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, man muss sich ein bisschen freimachen von dem Ding, dass man etwas verbessern kann, weil damals verbessern, wirklich verbessern, weil ich glaube, weder die Musiker noch die bildenden Künstler waren damals verbesserungswürdig oder verbesserungsbedürftig, sondern das waren Riesen. Und ob der Michelangelo heißt oder Bach, ist vollkommen egal. Und deswegen das Problem, was wir als Musiker nur immer haben, wir hören es nicht mehr, während bei Michelangelo sehen wir es. Und dem nachzueifern, das finde ich sehr spannend. Und bei diesem kleinen, aber feinen Festival haben wir uns das zur Aufgabe gestellt, wirklich auf diesem kostbaren Originalinstrumentarium der Bach-Biennale zu spielen. Wobei es auch nicht ganz ausschließlich ist, aber so gut wie. Ist das der tiefere Grund, warum es die Bach-Biennale eigentlich gibt? Oder? Nein, der tiefere Grund ist, dass Weimar eine Bachstadt ist. Ja. Und dass 1708 Bach seinen Dienst angetreten hat. Und wir haben genau zum 300. Jahrestag des Bachs-Dienstantritts gegründet, und wir werden dieses Jahr zum 310. Dienstantritt am 14. Juli Bachs Dienstantritt und die 10 Jahre Bach-Biennale in Weimar am Theaterplatz feiern. Also von daher, aber wir machen auch nicht ausschließlich, das muss ich auch noch zufügen, sozusagen, das hat nichts mit Museal zu tun, sondern das ist etwas sehr Lebendiges, weil Musik immer lebendig ist, weil sie immer in dem Moment entsteht. Also es gibt kein Museum bei Musik, finde ich. Und der Originalklang ist das, was Bach gehört hat, das auf jeden Fall. Wir wissen nur nicht genau, wie es aufgeführt worden ist. Also wir werden zum Beispiel jetzt auch mit jungen Leuten arbeiten, werden ein Zentrum für junges internationales Zentrum für Bach- und Barockmusik gründen und da jungen Musikern Verantwortung und Denkfreiräume geben und einfach mal sagen, macht ihr mal Bachs mal anders. Das ist ja unser neuer Slogan, Bachs mal anders. Okay. Und die sollen dann mal, und die haben auch schon nachgedacht, werden noch weiter nachdenken unter der, wie sagt man das, Professor Seiler, Midori Seiler wird das etwas als Professorin an der Hochschule mit begleiten, die Entstehung dieses Projekts. Es wird dieses Jahr unser Eröffnungskonzert des Festivals sein unter dem Titel Dichtung und Wahrheit, poetische Räume. Also da wird sicher auch geforscht und probiert und ausprobiert. Also es muss nicht immer ganz puristisch sein, aber darf. Bachs Musik ist undenkbar wie überhaupt jede Musik ohne Pausen. Jetzt machen wir eine Pause. SUV-Tage bei Renault König. Der Captur City SUV für nur 99 Euro im Monat ohne Anzahlung und 1000 Euro über Schwacke für Ihren Alten. Jetzt überall bei Renault König. Besser leben in Thüringen. Das Lifestyle-Magazin für Thüringer, die das Besondere schätzen. Mit Reportagen, Porträts und Interviews, die interessante Einblicke eröffnen. Ab sofort erhältlich in allen Servicepunkten
und bei Partnern der Mediengruppe Thüringen. Toskana Terme Bad Sulza. Baden in Licht und Musik. Gutscheine im Onlineshop, auch Print at Home. Ja, herzlich zurück aus der Pause, zurück in die Musik Bachs. An dieser Stelle gleich an Sie, Herr Drescher, natürlich auch an Sie, Frau Eichberger, das Puristische, das Authentische. War das, meinen Sie, ein Ansehen Bachs für Bach? Das wissen wir ja auch und wir wissen das von einigen Künstlern, wie zum Beispiel Friedrich Gulda, der ja auf einem Synthesizer Bachs Musik auf einem Konzert gespielt hat, sehr zum Verdruss einiger Konzertgänger. Aber für Bach war das nicht manchmal auch zweitrangig? Also es ging um seinen Text, um seine Musik und das wurde eben umgesetzt mit dem Musiker, der möglichst gut war, den er zur Verfügung hatte. Ne? Das ist also eine andere Ebene und deswegen ist diese Frage, ist das nun authentisch oder nicht? Ich glaube, das war gar kein primäres Ansinnen von Bach in diesem Sinne. Wenn ich da einhaken darf, weil es natürlich automatisch authentisch war. Ja, eben. Weil Bach zu seiner Zeit gelebt hat und diese 300 Jahre Rezeptionsgeschichte, von denen Herr Drescher vorhin sprach, noch nicht passiert war. Und deswegen denke ich, das ist dann sozusagen impliziert gewesen. Ja, ne? Ja, ja. Und die Musiker damals, das hat auch Ann und Co. immer wieder betont, haben natürlich nur, und zwar ausschließlich nur, die Musik ihrer Zeit gespielt. Da wäre auch keiner auf die Idee gekommen, jetzt vom 15. Jahrhundert noch was zu machen. Da könnte man jetzt noch 5 Stunden Talkshow machen, warum das heute anders ist, aber es ist nun anders. Ja. Und deswegen ist es ja heute auch so interessant. Und dann kommt noch dazu, dass Bach natürlich ein deutscher Komponist ist und deswegen in Deutschland eine komplett andere Rezeptionsgeschichte hat als in allen anderen Ländern, nämlich aufgrund der evangelischen Kirchenmusiktradition natürlich, sehr viel Mendelssohn und so weiter, das ganze 19. Jahrhundert auf dem Puckel hat, im positiven Sinne natürlich auch, aber ich würde es mal so sagen, also in Holland, in Frankreich, in Spanien ist es viel selbstverständlicher, das, was wir tun. Wir sind in Deutschland derzeit das einzige Bach-Festival mit nur authentischem Instrumentarium, also nur Originalinstrumentarium, während das in Holland und in anderen Ländern die Regel ist und die Mischkombination eher die Seltenheit. Aber das hat, wie gesagt, mit unserer deutschen Geschichte zu tun, Bach-Geschichte zu tun. Und von daher, aber das ist so viel zu dieser Authentizitätsfrage. Aber ich will, wie gesagt, hier gar nicht als die große Puristin dastehen, das bin ich auch eigentlich vom ganzen Typ her schon mal nicht. Aber ich finde, das ist das Tolle an Bach, wirklich, er ist für alle da, J ist Superstar, ja? Genau. Und jeder kann mit diesem Menschen etwas anfangen und es gibt die tollsten Interpretationen auch mit dieser Rezeptionsgeschichte, Verwandlungen oder Kombinationen mit Literatur, mit Breakdance oder was. Das ist unerschöpflich und das ist ja gerade das Interessante an Bach. Der ist ja wie so ein schwarzes Loch im Weltraum, sage ich immer, wie so eine verdichtete Materie, da kommt keiner an ein Ende. Aber was, glaube ich, auf die Frage tatsächlich auch wichtig ist, weil es auch etwas ist, was wir ganz viel auch mit Musikern diskutieren, ist natürlich in der Tat, dass für Bach die Musik bei aller Schönheit immer auch ein Medium war, um etwas zu transportieren. Also gerade bei seinem sakralen Werk muss man ja immer und wieder sagen, es ging ihm darum, auch aus der Notwendigkeit heraus, als Kantor in Leipzig, musste er Kantaten schreiben, um die Liturgie der Woche zu umrahmen und zu transportieren. Und insofern ging es immer um Text, Text, Text. Und dafür war die Musik ein probates Mittel, um diesen Text zu transportieren. Und da haben natürlich zu seiner Zeit Zwänge eine große Rolle gespielt. Welche Musiker standen zur Verfügung? Konnte ich mir Trompeten gerade leisten oder nicht? Oder gab es eben mehr Gamben oder was auch immer? Und wie groß war auch der Chor? Also auch diese Fragen, die wir heute überlegen, waren natürlich viel einfach immer von der aktuellen, auch finanziellen Situation der Gemeinde. Wer stand zur Verfügung geprägt? Ja, es gab diesen Zwang. Ja. War das, würden Sie sagen, manchmal mehr Gebrauchsmusik als Kunst, so wie wir das doch etwas abgehoben manchmal heute betrachten? War das
meinen Sie, für Bach also überhaupt relevant? Zu großen Teilen ganz sicher, natürlich. Ja. Also man kann ja auch letztendlich bei ihm biografisch ganz gut sehen, also was er in den Kirchen, also in diesen wenigen Jahren, in denen er so ganz fruchtbar aktiv war in Leipzig, von Woche zu Woche fast teilweise eine Kantate zu schreiben. Natürlich war das Gebrauchsmusik, was gar nicht in der Qualität mindernd sein soll. Nein, das sind das unfassbar meine ich tolle Stücke. Ja, wenn er dann wiederum mit dem Kollegium Musicum neben einem Café spielte, hat er das sicherlich teilweise eher zum Spaß gemacht. Auch da war es schön, wenn man irgendwie am Ende noch ein Fass Bier oder ein paar Flaschen Wein dafür bekam. Mhm. Aber insgesamt war, glaube ich, Bach auch einfach immer jemand, der durchaus das als einen Beruf verstanden hat. Und daraus resultiert natürlich dann irgendwie auch diese Gebrauchsidee. Ich brauche jetzt was und dann spricht man halt auch über das Wiederverwenden von Stücken, wenn es praktisch erschien. Und ja, wir müssen da, glaube ich, da können wir wirklich sagen, aus heutiger Sicht, dieses Bild des Komponisten, der irgendwo in seiner Stube sitzt und über Monate dann die perfekte und Sinfonie... Auf die Inspiration wartet oder so. Ne? So also Mahler in Toblach ist kein Bild, was zu Bach passt, weil es einfach in dieser Zeit das gar nicht gab. Also ich denke, er hat, genau, er war ein ich glaube, er war doppelt, wenn man so sagen. Er hat einfach seinen Job bedient, er hat ein Gehalt gekriegt und hat was gearbeitet, hat das geliefert. Das sieht man ja auch, dass er in Weimar dann Kantaten geschrieben hat und Orgelstücke und in Köthen dann Instrumentalwerke, weil der Leopold das lieber mochte und so weiter. Also das war einfach auch eine zweckgebundene Sache, dass dabei so unfasslich gute Musik rausgekommen ist. Das hätte Bach selber, der hat gesagt, ich habe fleißig sein müssen. Und andere hätten wohl dasselbe erreicht, wenn sie auch ein bisschen gearbeitet hätten, so ungefähr. Also das wusste er vielleicht. Wobei, man weiß es nicht. Ich denke immer, wahrscheinlich hat er schon auch gewusst, dass das nicht so ganz ohne ist, was er da alles auf dem Tisch legt. Aber es war, und vor allen Dingen war für ihn natürlich der Endzweck einer jeden Musik, Gott zu verehren. Aber das war für einen barocken Menschen nun auch ganz selbstverständlich. Ja, ja. Haben wir heute aber auch, nicht alle verehren Gott, aber alle glauben an Bach, sagt Maurizio Kagel. Ne? Und nein, aber wir haben natürlich... als Musiker, man verehrt, wenn man so will, das Schöne in der Welt, ganz unabhängig davon, ob man an Gott glaubt oder an welchen Gott auch immer man glaubt oder an gar keinen, aber man verehrt die Idee des Schönen und des Menschen und so weiter. Und das hat Bach getan, indem er an Gott geglaubt hat. Ja. Und das war damals die gängigste Form, sag ich mal so. Aber nochmal zurück zu seiner Zeit. Er war sicherlich, ich stimme ihm zu, er wusste sicherlich, was da für eine Qualität drin steckt. Aber er war doch dann mit zunehmendem Alter ein bisschen altmodisch in der Sicht einiger Zeitgenossen, weil er eben die Oper absolut nicht bedient hat. Ne? Na klar. Und das hat wieder mit diesem Gebrauch, mit dem Gottessinn, vor allem mit der Kirche. Also wir wissen nicht, was passiert wäre, hätte er den Schritt nach Dresden geschafft, der dann nicht mehr möglich war. Ja. Und wäre er dort Hofkompositeur geworden, dann hätten wir vielleicht noch ein wunderbares Oeuvre für die Oper bekommen. Oder er war einfach, ich denke, der Barock war ja eigentlich 1730 zu Ende. Ne? Nur Bach hat noch bis 1750 gelebt. Also das war irgendwie so kettet. Und es gibt ja dann schon auch Stücke, wo ich denke, seine Söhne waren ja dann aufmüpfig und haben ganz anders geschrieben. Und die Bach-Familie hat ja auch unter sich korrespondiert. Und dann gibt es einen Brief, hat mir jemand gesagt, ich habe ihn nicht selber gelesen, aber von Johann Sebastian an Karl Philipp, an jemand anders, wo er sagt, also die Musik von Karl Philipp, das verschießt so schnell wie preußisch blau. Also praktisch mit anderen Worten, das war ihm zu schnell, zu oberflächlich. Und dann glaube ich trotzdem, dass es Stücke, zum Beispiel die Edo-Sonate für Flöte gibt, wo er, die ist ganz galant, die ist in Leipzig entstanden, in den 1740er Jahren, wo er, und die ähnelt manchen Stücken von Karl Philipp, und ich glaube, die haben auch musikalisch, das komme ich immer öfter drauf, miteinander gesprochen, und der Vater hat wahrscheinlich gesagt, pass mal auf, ich zeige dir jetzt mal, ich kann das auch. So ist es nicht. Ne? Und hat eine wunderbare Sonate geschrieben, die trotzdem noch ganz nach Bach klingt, obwohl sie im galanten Stil starke Anklänge hat. In dem Stil seines Sohnes. Da hat er den natürlich getoppt. Aber ich meine, er war dann vielleicht doch ein bisschen old-fashioned, also für seinen Zeitgenossen auf jeden Fall, weil die haben ja dann gesagt, das kann man nicht singen und das kann man nicht spielen und so weiter. Aber für uns heute ein Glück, dass er trotzdem noch die Kunst der Fuge dann geschrieben hat, ne? Und nicht vorzeitig aufgegeben hat. Ja, und die Schauplätze haben sich natürlich auch, also für die öffentliche Wahrnehmung, für die Moden, haben sich auch die Schauplätze natürlich weiterentwickelt und geändert. Nicht zufällig war Karl Philipp Emanuel einfach zu seiner Zeit der viel prominentere, viel berühmtere, weil er natürlich auch eben am Hofe und so weiter gewirkt hat. Da war sicherlich Bach dann zu dieser Zeit einfach mit
der Kirchenmusik, die er gemacht hat, nicht mehr so sexy, kann man, glaube ich, einfach sagen. Aber noch weniger sichtbar. Die Kirchenmusik haben die anderen auch gemacht, also die Söhne auch gemacht. Ne? Es ist schon eine stilistische Frage, also dieses stark kontrapunktische, auch jetzt in der Matthäus-Passion, man hat mal wieder gehört, diese Fugen und das wird ja immer wieder so, die Welt ist, der Kosmos wird abgebildet. Das ist einfach noch die alte mittelalterliche Sichtweise von Musik. Und Bach ist genau an dieser Schnittstelle zwischen diesem, wo die Musik noch zur Mathematik gehört hat, zum Kosmos an den Universitäten, und dann, wo sie zur Rhetorik gehört hat. Bach hat beides. Das darf man nicht vergessen. Das ist manchmal prima pratica und manchmal seconda pratica. Also alt oder modern. Und der er hat überlebt. Hat Bach, er hat überlebt und hat sich durchgesetzt. Man kennt, hört und liebt ihn auf der ganzen Welt. Bei den Thüringer Bachwochen zum Beispiel gibt es natürlich auch viele Musiker und Ensembles aus dem deutschsprachigen Raum, aber es gibt wieder Künstler aus aller Herren Länder, kann man sagen, aus Belgien, Holland, Japan, USA, weiß der Geil, Iran, Israel. Dann kann man sagen, okay, aber ich meine, andere große Namen, die deutsche Musikgeschichte hervorgebracht hat, kennt man auch in aller Welt, ob nun Beethoven oder Wagner oder Mahler. Ist das trotzdem was Besonderes, wenn es um Bach geht? Ja, also ich glaube, natürlich hat Mozart eine ähnliche Breitenwirkung, das steht, glaube ich, außer Frage. Er war vielleicht, wie wir anfangs besprochen haben, was auch das Kompositionstheoretische angeht und ähnliche Dinge, nicht so prägend für viele andere, die in seinem Sinne weitergemacht haben, die bis heute von ihm inspiriert sind. Das ist vielleicht bei Mozart und Beethoven nicht ganz so stark. Ansonsten hat natürlich vor allem Bach in den ganzen kirchenmusikalischen Bereich eine ganz solitäre Stellung. Aber ich glaube auch gar nicht, dass wir da gewichten müssen und sagen müssen oder Bach verteidigen müssen gegenüber Mozart und Beethoven. Wir haben natürlich hier vor allem in dem Weltkulturland Thüringen das große Glück, dass Bach hier war. Das ist für uns das große Privileg und auf das wir bis heute aufbauen können, auf dieses Fundament. Das Entscheidende ist ja für Thüringen immer, dass Bach auch da nicht ein UFO war, was plötzlich gelandet ist, sondern dass er in ein ganz fruchtbares Umfeld gekommen ist. Ich glaube, das große Genie Bach hätte, wer weiß was, getan, wenn es nicht diese Familie gegeben hätte, die nur aus Musikern bestand. In Erfurt wurden alle Hofmusiker Bache genannt, weil einfach ohnehin jeder aus der Familie kam und das auch noch lange nach Johann Sebastian Bach. Und das macht ihn schon ziemlich einzigartig, finde ich. Und das ist wirklich, also er immer auch in seiner außergewöhnlichen Qualität stellvertretend ist für ein Musikland, für eine unglaubliche Familie in ihrer musikalischen Bedeutung. Und ja, und das Tolle ist halt wirklich, wie er international wirkt. Also teilweise, wenn man in Korea ist, wenn man in Japan ist, diese große Bach-Verehrung, die es dort gibt, die über uns, unsere hier hinausgeht eigentlich, sicherlich auch, weil es für uns einfach so selbstverständlich ist. Wir sprachen vorhin über die kirchliche Tradition und dieses Selbstverständnis, ja, man kennt halt die Bach-Kantaten aus dem Gottesdienst oder aus dem Radio oder was auch immer. In Seoul habe ich vor 2 Jahren ein reines Kantatenkonzert erlebt mit 3.500 Leuten. Das wäre hier undenkbar. Es war keine Passion, es waren einfach nur Kantaten in Anführungsstrichen. Und trotzdem, man pilgert dahin. ja, natürlich. Und das ist schon unglaublich. Ich denke, das hat ein bisschen mit der, aber das ist schwer zu begründen, aber ich glaube, es hat mit der Struktur von Bachs Musik zu tun. Weil sie einfach eine gewisse, trotz aller Emotionalität, und das für mich auch mit das Faszinierendste an ihm, dass es sich fast zu berühren scheint, höchste geistige Komplexität mit innigsten Gefühl, das kann man ja immer wieder feststellen bei ihm. Also es ist, man hat fast das Gefühl, es ist dasselbe. Und das ist erstaunlich, weil wir trennen das ja meistens. Ne? Und ich glaube, diese Abstraktion und dieses in gewisser Weise auch Neutralität, wenn man so will, weil es kann jeder seins draus machen, das führt, glaube ich, dazu, dass auch Asiaten, die ja eigentlich auch eine andere, ich merke das im Unterricht immer, eine andere Emotionalität, also das kommt ganz anders raus, also für uns wirkt es stiller. Und die können trotzdem mit dieser Musik ganz viel anfangen. Das wäre aber ein interessantes Thema, aber ich denke, von daher ist Bach tatsächlich Unikum, weil er die ganze Erde sozusagen bedient in ihrer großen Diversität. Also ich bin ein ganz großer Mozart-Fan und das wirklich, aber das ist nochmal anders. Das ist mehr Klassik und da sieht man Salzburg vor sich und so weiter. Im Übrigen, bei Bach sieht man den Kosmos vor sich, vielleicht den Sternenhimmel, aber nicht eine Stadt oder so. Das ist anders.
Und naja, Mozart, Mozart übrigens wusste, als, das wollte ich noch sagen, besonders gut, was er Bach verdankt, natürlich. Es gibt viele, die sagen, Weimar sei nach Leipzig die zweitwichtigste Wirkungsstätte Bachs gewesen. Die Bachwochen sind selbstredend auch in Weimar ziemlich präsent, wie in vielen anderen Städten Thüringens auch. Die Bach-Biennale ist es ohnehin. Also Bach ist da. Jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, Ihr Verein macht ja nicht nur die Bach-Biennale, sondern er will ja vor allen Dingen etwas anderes erreichen, nämlich ein Bachhaus in Weimar wieder errichten, dort wo das Haus einmal stand, in dem er gelebt hat. Das ist heute ein Parkplatz neben dem Hotel Elefant. Warum brauchen wir dieses Bachhaus? Das fragen Sie mich. Ja, in der Tat, wir haben natürlich. Die Weimarer Bachbiennale war auch ein Grund, dass wir sie gegründet haben, weil ich gefunden habe, wir brauchen auch eine freudige Plattform für dieses Projekt Bachhaus Weimar, die nicht nur in Anführungsstrichen Verein ist, sondern wo wir einfach klingen. Bach muss klingen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, inzwischen heißt es ja nicht mehr Bachhaus, sondern Bach-Welt-Weimar. Okay. Und das, ja, weil es gibt doch zu viel Wortdoppelungen sonst und so weiter. Und ich denke, das ist auch gerechtfertigt in dem Sinne von Bachs Welt. Ne? Ich bin nun nicht derjenige, der sich ausgedacht hat, dass Menschen an Orten an etwas gedenken, sondern das tun Menschen auf der ganzen Erde. Ja. In Stalingrad gedenken sie an was Schlimmes, in Buchenwald auch. Und dann gibt es aber auch Sternstundenorte auf der Erde und die müssen wir auch, da müssen wir auch mal dran denken. Mhm. Und so ein Sternstundenort ist der Weimarer Parkplatz, also der Weimarer Keller. Ja, das sieht man nur im Moment nicht, aber mit ein bisschen Fantasie ist also das eigentlich... Also unter dem Hotelparkplatz gibt es noch das Gewölbe genau, des es ist alten Hotels, was es dann ja später war, das ja, war und Erbprinz. Auch noch bevor es Hotel war, es war ja vorher Erbprinz, aber das, die Keller sind ja noch viel älter, sie sind ja aus der Renaissance. Ja. Und das ist der einzige Ort, ich werde nicht müde, das zu wiederholen, ich tue es hier auch, der weltweit vorhanden ist, aktenkundig verbürgt, an dem noch originale Bausubstanz von, wo Bach seinen Fuß drin gehabt hat, vorhanden ist. Mhm. Das mag der eine toll finden, der andere nicht. Ich finde es grandios. Und vor allen Dingen, es ist der einzige Ort. Und ich finde an so einem Ort, also wenn wir da als Kulturnation und als Kulturstadt Europas und als Bachstadt Weimar nicht diesen Menschen eine Gebäude errichten, wo man den hören kann und erleben kann, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Was soll da rein? Also wenn es jemals dieses Bachhaus und diese Bachwelt gäbe, was ist das? Da eine Gedenkstätte? Ich denke, die wird es geben. Ja. Da müssen Sie mich nochmal einladen. Ich verrate jetzt noch nicht zu viel. Okay. Aber nein, ich kann nur sagen, es wird eine klingende Bachwelt Weimar. Also es wird da drin klingen und da haben wir in Weimar die allerbesten Voraussetzungen dafür, die, ich will mal so sagen, alle anderen Bachstädte also, Sie nicht. Sie sind sehr optimistisch, dass das noch was wird. Das Hotel Elefant, dem dieser Parkplatz gehört, heißt ja gerade verkauft wird an eine neue Gruppe in München. Ja. Sind Sie da irgendwie im Gespräch und versuchen da irgendwas hinzudeichseln? Wir sind tatsächlich in einem ganz intensiven Gespräch mit der Gruppe. Mhm. Und darf man jetzt im Fernsehen den Namen nicht sagen, gell? Darf man. Also ja, wissen ja auch alle, das ist die Hirmer-Gruppe aus München. Genau. Und wir sind kaum war es verkauft seitdem im Gespräch, und zwar in einem sehr positiven Gespräch, muss ich jetzt auch schon sagen. Mhm. Im Moment noch intern, aber sehr vielversprechend. Mhm. Und ansonsten, Sie machen ja alle 6 Wochen Ihre Sendung und da komme ich gerne nochmal und erzähle ganz ausführlich, was da alles ist. Es gibt ja unter den prominenten Unterstützern dieses schon seit mehreren Jahren vorangetriebenen Projektes, auch mit Petitionen im Internet, gibt es einen, mit dem wiederum sozusagen Christoph Frescher zu tun hat, nämlich Helmut Rilling. Mit Helmut Rilling haben Sie ja sozusagen die Bachwochen über die Bachwochen hinaus erweitert, kann man sagen, nämlich mit der Bach Kantatenakademie im August. Und er selber hat auch gesagt, irgendwie, es braucht eigentlich sozusagen so ein Haus in Weimar und nicht nur irgendeine Plakette irgendwo an der Wand. Finden Sie das auch? Sie sind ja aus Weimar. Ja, also aktuell Erfurt, aber gut. Aber nein, es ist natürlich einfach so, ich weiß nicht, ob man eine unbedingte Hierarchisierung braucht, welcher Ort Bachort jetzt der wichtigste ist, also Leipzig ist unbenommen sowieso, da müssen wir auch gar nicht drüber reden. Wirkungsstätte natürlich, klar. Aber natürlich ist Weimar vor allem ein Ort, an dem er sehr tüchtig ist und sehr viel komponiert hat. Und das stärker in den Fokus zu rücken, ist ganz entscheidend, das glaube ich auch. Und insofern ist das wichtig, dass man irgendwie tatsächlich stärker wahrnimmt,
dass Bach dort eine sehr aktive Zeit hatte und dass Weimar musikalisch, neben allem, was sprachlich und mit der Literatur in Weimar passiert ist, doch wirklich durch Bach sehr geprägt worden ist. Das ist natürlich hochfaszinierend und ganz, ganz entscheidend. Da frage ich mich, also warum das nicht schon viel früher erkannt wurde, da brauchte es Sie erst, um das mal in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist, ja, steht, ist ein ganz großes Verdienst. Ja, und viele andere. Viel Arbeitszeit. So und ja, viel ja, Arbeitszeit, aber genau. Und letztendlich mit, was wir mit Helmut Rilling im Sommer machen, diese Weimarer Bachkantatenakademie, die baut ja letztendlich auch insofern auf dieser Idee auf, dass er sagt, er möchte wie in der ganzen Welt Akademien mit jungen Menschen machen, denen er Bach nahe bringt und das eben in Weimar an einem Ort, an dem diese tollen Kantaten geschrieben wurden und die dort wieder hörbar zu machen, und das ist für ihn ein wichtiges Anliegen und das ist eben für diese ganzen jungen Menschen aus Sri Lanka, Südafrika, Hongkong, Lateinamerika, woher auch immer sie kommen, wirklich einfach sehr, sehr bewegend und eine Erfahrung, die die nicht wieder vergessen werden. Und das ist, glaube ich, wirklich auch ein Pfund, mit dem wir noch viel stärker wuchern müssen. Vor allem in Weimar, weil es dort diese Stärke gibt und weil Weimar ohnehin sehr im Fokus steht. Weil viele junge Menschen da sind. Ja. Vielleicht kann ich das schon als einen kleinen Vorhang lüpfen. Mhm. Natürlich wird dieses junge internationale Zentrum für Bach- und Barockmusik in dieser Bachwelt Weimar braucht ja auch ein Dach über dem Kopf. Im Moment fehlt dem Bach ja ein Dach über dem Kopf in Weimar. Ne, wenn man es mal ganz Weimarer Wohnstätte. Also dass der Bus einfach, der muss irgendwo wohnen. Der steht jetzt im Regen auf einem schlammigen Untergrund und das ist also schon ein bisschen arg. Also marginal, würde ich mal sagen. Ja, und das finde ich doch wichtig, weil Musik braucht Räume. Ich kann Musik nicht, das war kein Straßenmusiker. Also wir haben schon gehabt, dass Musiker der Bachbiennale am Bach-Wohnhaus musiziert haben, aber das soll ja nun nicht der Regelfall werden. Und insofern, das denke ich auch. Also Weimar als ich will auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und sage immer, Eisenach ist Geburtsstadt und man soll und braucht auch eine Geburtsstadt nicht mit einer Wirkungsstätte vergleichen. Das ist eigentlich Äpfel mit Birnen verglichen. Aber von der Wirkungsstätte her ist es in Thüringen unstrittig, das ist ja klar, weil er ja allein schon 10 Jahre da war. Er hat in Eisenach nichts komponiert, weil mit 6 Jahren ist er abgehauen. Eben, das auch. Und Mühlhausen war nur ein Jahr, also Mühlhausen auch sehr schöne Stadt, aber das ist, glaube ich, unstrittig, dass er in Weimar, und das ist der Beginn seiner Meisterzeit, Arnon Kuh hat auch gesagt, für mich ist eines der größten Wunder der Musikgeschichte der junge Weimarer Bach gewesen, der mit 23 Jahren so fertig war, so perfekt war, dass man das vom Spätwerk gar nicht mehr unterscheiden kann. Und das ist ja so. Fragen Sie Musikwissenschaftler. Ich habe in dem Zusammenhang, wir haben von den Kantaten gesprochen, Instrumentalmusik, vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, die Orgel. Und da haben wir ja, die Orgel ist ja der deutsche Orgelbau und die Orgelmusik, Bach gehört natürlich dazu, ist ja zum großen UNESCO-Weltkulturerbe geworden in Korea. Ende letzten Jahres. Und in diesem Zusammenhang, und da sieht man, wie die Welt auf Bach schaut, in diesem Zusammenhang fiel natürlich der Name Bachs. Denn ich weiß noch, die Vertreterin, glaube ich, das ist so ein Komitee, Guatemala, Indien, verschiedene Länder, die darüber entscheiden, ob der Orgelbau Weltkulturerbe sein soll. Das war unstrittig. Und die Vertreterin aus Indien sagte, ja, können Sie sich, meine Damen und Herren, vor diesem Riesen, vor dieser riesigen Weltbühne, können Sie sich Orgel vorstellen ohne Johann Sebastian Bach oder umgekehrt Johann Sebastian Bach ohne Orgel. Mhm. Das heißt, auch hier ist ein ganz wichtiger. Und glaube ich, bei Bach ist ja auch ganz wichtig, auch das Fußpedal und diese Aspekte, die auch wieder diese deutsche Orgelmusik doch sehr stark durch ihn auch geprägt hat. Das größte Oeuvre für Orgel überhaupt. Ja, eben. Und ein Großteil davon ist ja nun in Weimar entstanden. Also das ist auch ein Thema Orgel, ne? Ja. Und eben die Orgellandschaft, das geht auch ein bisschen auf Ihre Bemerkung. Wäre Bach der geworden, der er war, wäre er nicht hier aufgewachsen. Mhm. Überall, das wissen wir bis heute, ist eine Orgel in den Kirchen. Also, das merken wichtig. Wir mit dem alle 3 Jahre gemeinsam mit der Hochschule veranstalteten Bach-List-Orgelwettbewerb. Auch da wieder, wie groß das internationale Interesse ist. In Montreal, in Kanada, gibt es den größten Wettbewerb international. Silvius von Kessel, der Erfurter Domorganist, war dort letztes Jahr in der Jury und wurde angesprochen. Irgendwie, die sagten ihm alle, was ihr da vor Ort habt an Erbe, das ist doch unglaublich. Das müsst ihr doch viel mehr herausstellen und viel mehr stärken. Und das ist tatsächlich eben dieses große, tolle Privileg. Eine einzelne Stadt
wie Leipzig, wie andere, ist immer leichter zu vermarkten, viel leichter zu instrumentalisieren für ein Thema. Aber diese Kulturlandschaft, die wir in Thüringen und sicherlich auch in Mitteldeutschland im Allgemeinen haben, mit diesen Orgeln, mit diesen Kirchen, das ist einfach wirklich mit ziemlich einzigartig. Mit den Orchestern natürlich, ne? Mit auch, den ganzen Theatern und so, das ist einzigartig. Das ist ein, leider ein teures Erbe für, das, für die es Geldgeber. Ist ein teures Erbe. Aber es ist, ist allemal wert, weil das es wirklich ist also eben. Es ist doch das, was diesen Staat auch auszeichnet. Ja. Ne? Ja, nee, aber das ist doch unser Kapital. Da sind wir uns aber einig, was noch viel mehr in den Mittelpunkt kommen muss eigentlich. Also dieses Musikland Thüringen. Natürlich, ja. Es gibt vielleicht fast zum Schluss noch zwei vielleicht Parallelitäten zwischen Bachwochen und Bachbiennale, die man ansprechen kann. Midori Seiler haben Sie schon angesprochen, Barockviolinistin mit ihrem Ensemble, wird am 15. Juli im Schießhaus dann das Abschlusskonzert dieses Jahr gegeben und dem Motto Bach bearbeitet sich selbst. Ja. Ist das das, was Sie mit Parodieverfahren vorhin auch sozusagen gesagt haben? Was wird da passieren im Sinne von Parodieverfahren und was bei den Bachwochen? Ja, also bei uns sagt der Titel schon, Bach bearbeitet sich selbst. Sie wird mit ihrem Ensemble kommen und Konzerte spielen von Johann Sebastian Bach, die man oft auch in einer anderen Besetzung, also zum Beispiel das D-Moll-Konzert, Concerto, das kennt man als Cembalo-Konzerto. Ja. Mhm. Und das war aber ursprünglich ein Violinkonzert. Mhm. Und das wird sie dann auf der Violine spielen. Und so gibt es noch ein paar andere Überkreuzungen, wo man einfach bekannte Stücke hört, aber dann doch neu hört, weil sie von Bach selber dann eben in anderer Besetzung umgearbeitet worden sind. Mhm. Was aber nicht heißt, dass er keine Ideen hatte, sondern ich denke tatsächlich, es waren einfach sehr lebendige, er hat ja auch Vivaldi für Orgel dann bearbeitet, Orchesterwerke für Orgel. Also Vivaldi-Orchesterwerke für Orgel. Also die waren damals einfach, das war wie so eine Schmiedewerkstatt, kann man sich vorstellen. Und je nach Anlass, und dann hat man das mal ausprobiert. Und die Familie Bach hat ja auch die Gattung des Klavierkonzert überhaupt eigentlich sozusagen entwickelt. Und und dann ist eben mal Violine und er hat selber beides gespielt. Also das lag nahe. Und insofern war das und pragmatisch wahrscheinlich auch ein bisschen, wenn das ja, sicherlich kommt. Natürlich auch reagierend auf vorhandene Musiker, auf Besetzungen, die er zur Verfügung hat. Und da war er dann wieder schnell genug und jemand, der einfach handwerklich so unglaublich fit auch war, dass er das konnte. Das muss man, glaube ich, immer wieder sich bewusst machen. Was wir natürlich, etwas Ähnliches tun wir mit dem Freiburger Barockorchester, was wir darüber hinaus machen, ist eben auch bei den Kantaten jetzt in dem Kontext weltlicher Bach zu schauen. Die weltlichen Kantaten stehen ja meist so etwas im Schatten der Kirchenkantaten. Da bringen wir zum einen eben wirklich zwei Erstaufführungen, Festmusiken aus Köthen, die Alexander Grüchtelig aus Weimar rekonstruiert hat. Mhm. Rekonstruiert muss man immer sagen, es sind ja von vielen Kantaten, die uns nicht erhalten sind, die Textbücher noch da. Man weiß also, welches Libretto er verwendet hat. Und da kann man letztendlich schon, dank Parodieverfahren, Bach hat die Musik oft wiederverwendet, ein wenig so als Blaupause schauen, was passt denn dazu? Was passt von der Zeit natürlich dazu? Das kann man deswegen ganz gut eingrenzen, weil man immer weiß, Bach hat immer nur in eine Richtung wiederverwendet. Es wurde nie eine Kirchenkantate danach für einen profanen Zweck verwendet, immer nur umgekehrt, weil das andere natürlich eine Herabwürdigung gewesen wäre und für Bach Soli Deo Gloria, der immer natürlich am Ende den Sinn zur Ehre Gottes hatte, wäre das so nicht möglich gewesen. Deswegen immer Aufwertung durch einen Kircheninhalt. So werden wir also deswegen eben bei der anfangs genannten Schäferkantate, mit der unser Plakat zu tun hat, plötzlich das Osteroratorium wiederentdecken. Und dann haben wir noch ein Konzert, Bach mit Sahne heißt es, wo wir wirklich ganz zum Erschrecken mancher mit Kaffee und Kuchen das Zimmermannsche Kaffeehaus aus Leipzig wieder auferstehen lassen, mit der Kaffeekantate, aber eben dann auch mit Musik, bei der man dann plötzlich denken wird, das ist doch das Weihnachtsoratorium, das kenne ich doch eigentlich. Aber es gab es eben auch schon vorher. Insofern bieten da die weltlichen Kantaten auch die Möglichkeit für uns mal Musik zu machen, die liturgisch sonst für die Puristen natürlich in unserer Zeit im Frühjahr undenkbar wäre. Wie muss ich das mit Premiere verstehen? Also so wie wir es jetzt hören werden, hat es Bach selbst nicht gehört oder nicht sich ausgedacht? Das wissen wir letztendlich natürlich nicht. Die Musik ist von rekonstruiert von Alexander, genau, oder? Die Musik ist rekonstruiert. Genau, natürlich sind das Alexander Grüchtelig. Er hat es nicht, Alexander Grüchtelig hat es nicht neu komponiert, sondern er hat es zusammengestellt. Also es ist letztendlich in gewisser Hinsicht ein Pasticcio aus Kantaten, aus Kirchenkantaten. Also es hätte so sein können. Genau. Ja? Und insofern ist es immer letztendlich eine, also wir hören zum ersten Mal seit nach 300 Jahren wieder die Schäferkantate. Ob es exakt die Kantate ist, wie Bach sie sich gedacht hat,
Das wissen wir nicht. Es wird uns aber auch keiner das Gegenteil beweisen. Am Ende von 10 Jahren Bach in Weimar saß der große Komponist im Knast. Weil er sozusagen woanders hin wollte, gegen den Willen seines Herzogs schon wieder verhandelt hat, endgültig nach Köthen gegangen ist, wurde er arrestiert. Sie haben, glaube ich, zur ersten Bach-Biennale 2008 so eine kleine Zeremonie gemacht mit dem Prinz Michael von Sachsen-Weimar-Eisenach, um Bach sozusagen formell zu rehabilitieren. Ja. Jetzt gibt es, habe ich gesehen, bei Bachwochen eine Veranstaltung im Bundesarbeitsgericht, die sozusagen Bach als Justizobjekt beschreibt, weil ja das offenbar kein Einzelfall war. Tatsächlich ist Bachs Karriere immer wieder von Streitigkeiten mit seinen Dienstherren, mit arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen geprägt. Also die Weimarer Geschichte ist eine sehr berühmte, das Überziehen seines Urlaubs. Er ist einfach viel zu spät zurückgekehrt, ist eine andere. Er war natürlich in dieser Hinsicht durchaus auch jemand, der Karriere machen wollte und musste und vorankommen wollte und nach Angeboten ausgeschaut hat, der verhandelt hat. Und das erschien uns im Kontext jetzt des diesjährigen Festivalthemas interessant, das wirklich mal unter juristischer Maßgabe zu betrachten, natürlich auch mit passender Musik dazu und mal darüber zu reden mit einem Arbeitsrichter am Bundesarbeitsgericht. Wie ist das eigentlich? Also als wir ihm die Geschichte aus Weimar erzählt haben, hat er sofort gesagt, naja, beugehaft geht ja gar nicht. Das kann man ja heutzutage nicht. Man kann ja Leistung nicht erzwingen. Da gibt es also noch einige Geschichten mehr, die man dazu mal besprechen kann und juristisch einordnen lassen. Mhm. Wir neigen ja doch immer dazu, Bach in Kenntnis seines unfasslich tollen Werkes natürlich immer sehr milde zu sehen und im Zweifelsfalle zu seinen Gunsten zu urteilen und zu entscheiden. Das wollen wir da nicht anders machen. Sicherlich wird Bach am Ende als großer Sieger hervorgehen, aber wir werden auch nicht urteilen. Aber es erschien uns trotzdem interessant, mal unter dieser Maßgabe zu beleuchten, dass Bach natürlich auch sicherlich hin und wieder kein einfacher und angenehmer Zeitgenosse war, sondern, glaube ich, schon jemand, der genau wusste, was er wollte und das auch teilweise zu Lasten anderer durchgesetzt hat. Wir haben es ja auch gemacht gehabt. Am 2. Dezember hatten wir mit der Bach-Biennale gefeiert. 300 Jahre Befreiung Johann Befreiung. Sebastian Bachs aus dem Weimarer Gefängnis unter dem Titel Gedankenfreiheit für Genies. Es gäbe noch viel zu reden über Bach und die Bach-Biennale, die Bach-Wochen. Aber das Schöne ist, die finden ja nicht nur einmal statt. Das heißt, wir können sie auch nächstes Jahr wieder einladen. Zum Beispiel müssten wir darüber reden, dass lustigerweise die Bach-Biennale Bach-Biennale heißt, aber trotzdem nächstes Jahr gleich wieder stattfindet zum Thema Bach und Bauhaus. Bleiben wir im zweijährigen Rhythmus 2021/23. Der Grund ist nicht Bach, sondern der Fußball. Wir kollidieren nämlich immer im Juli mit der Fußball-EM und Fußball-WM. Und das ist ein bisschen ungünstig. Die Weimarer Bach-Jubiläen waren aber alle in den geraden Jahreszahlen, alle 300. Jubiläen. Deswegen mussten wir in den geraden Jahreszahlen feiern, bis jetzt. Jetzt ist es aus Weimar weg, sozusagen, wenn man 300 Jahre zurückspiegelt. Und deswegen können wir jetzt den Step machen, mit Bach und Bauhaus nach 2019 umzuziehen. Und dann geht es aber wieder Biennale weiter. Die kleine Biennale dieses Jahr ist am 14. und 15. Juli. Ist von 10. bis 15. mit Kernwochenende 13. bis 15. Ja. Okay. Bis zum 15. April gehen die Bachwochen, die ja insgesamt 50 Konzerte seit dem 21. März umfassen. Und wahrscheinlich wieder 18.000 Besucher haben werden. Das warten wir mal ab, aber wir sind guter Dinge. Also fast so viel wie Zuschauer in dieser Sendung. Vielen Dank für diese Runde Weltkultur Thüringen. Wir sehen uns, glaube ich, in 6 Wochen wieder. Wir sehen uns in 6 Wochen wieder und hoffentlich auch Sie sind wieder dabei. Tschüss und Bach wird uns sicher immer wieder beschäftigen. Vielen Dank, Biren Eichberger und Christoph Drescher. War schön, dass Sie hier waren. Dankeschön. Danke. Einen schönen Abend noch. Tschüss.